Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit unseren Erkunden der Gegend hier. Ja, da ist Camp Searchlight. Ich glaube, da müssen wir auch einmal durch. Ja. Ich denke, wenn wir über die Hauptstraße laufen, dann wird das nicht so schlimm. Die Leute sind einfach weg. Ah ne, die Leute sind oben auf dem Berg. Den ist nicht so schlimm. Habe ich noch Essen dabei? Ich werde langsam hungrig. Frischen Mais. So, perfekt. Da kommen überall ist hier plus 1, da kann ich auch die Brücke nehmen, den kürzesten Weg. Ist dann auch nicht weiter schlimmer. Was sind denn da für friedliche Kreaturen? Oder sind das einfach nur Raben? Oder die Funktürme? Geschütztürme, meine ich. Kann alles sein. Da irgendwo. Ich wollte aber erstmal ein bisschen aus dem Gebiet der Verstrahlung raus. Da sieht man schon den Colorado da hinten. Ich sehe schon auf der Minimap die Ziel, wo ich hin will. Was ist das denn? Das ist noch Flughafen. So. Da unten waren wir doch schon mal letztens. Naja, ich sehe die Minimap. Okay. Glaube ich. Sehr schön. Die Ostgoldmine. Mal gucken, was da drin so wieder ist. Wir kennen das ja. Da ist irgendwie in jeder Höhle ist dann doch irgendwas. Okay, jetzt ist schon mal ein riesiger großer Raum. Sieht doch nicht so aus wie so eine typische Minecraft. Ich glaube, hier sind gerade Steine runtergefallen. Aha. Aber es zumindest wäre relativ übersichtlich. Das gefällt mir immer. Ein bisschen, ja. Viper-Revolver-Held halt, ne? Ist hier drin. Habe ich noch nie gemocht. Wow. Hey. Das ist ja unfassbar. Bin ich jetzt einfach mal relativ gehittet worden. Wie viel habe ich denn verloren? Knapp 150. Wie viel Nuka-Cola brauche ich dafür? Macht eine, macht drei. Was ist denn das da hinten, der mir dann so viel Schaden? Ach, Anführer. Ja, okay. Ja, okay. Und 308. Ja, warum nicht, ne? Finde ich ganz nett. Ein Jagdgewehr. Eieiei, das finde ich auch sehr nett. Der Panzerbüchse, was? Warum keine Heilung mehr? Bin ich nochmal getroffen worden? So, das macht 40, also knapp 2 auch. Ja, okay. Ja, ist jetzt echt nicht so viel hier. Mit dieser paar Vipers und... Oh mein Gott! Wo kommen die denn her? WTF! Leute, wir haben euch doch nichts getan, außer euch umgebracht. Das rein, ey. Wären sie nur zum Regen gekommen, hätten sie vielleicht überlebt. Aber so. Tut mir leid, meine Freunde. So nicht.
Nicht mit mir. Ist das Anführer? Ja. Nice. So, jetzt wollte ich mal was wissen. Ich habe jetzt dieses komische Ding. Kann ich meine normale Rüstung? Ne, kann ich nicht. Okay, ich kann den Strahlenschutzanzug damit reparieren. Das ist ja... Wow. Das machen wir nicht. Brauche ich wahrscheinlich eine Metallrüstung oder so für, ne, am ehesten. Ja, alle nicht das Problem, ja. Ja, komm, dann lass uns wieder raus und, machen wir weiter. Im normalen Geschäft. War jetzt nur so eine kleine Viperhöhle, war jetzt nichts Besonderes. So, hier greift uns gerade keiner an, das ist perfekt. Camp Searchite und dann machen wir hier. Ich denke, dass wir den Teil auf jeden Fall hier bis zum Mojave Drive in. Vielleicht auch noch das, also hier alles südlich der Autobahn hinkriegen. 7 Minuten, da sind wir, das könnten wir schaffen auf jeden Fall. So, überfallene Farm, das zuerst. Mal gucken, wie sie überfallen wurde und was da für eine Geschichte ist. Könnte ja interessant sein. Was ist jetzt mit diesem Flug? Ja, der Flughafen ist dann nämlich auch noch. Machen wir erst die Farm. Machen wir die Farm, überfallen dann die andere Farm, dann der Vertibird und dann der Flughafen. Das gehört sich nach einem guten Plan an. Ich hoffe, das wird auch zeitlich alles in die Folge passen. 13 Minuten, ja doch, das gehört sich gut an. Solche offenen Dinger wie Farm. Farm, ist das die Mehrzahl von Farm? Ich hoffe mal, ja, ne? Die dauern ja auch meistens echt nicht lange. Was ist denn jetzt los? Ja, wunderbar. Leute, ich will euch doch gar nichts tun. Wow. Ist das eine Gasbombe oder was? So, ich werde das nicht überleben, glaube ich. Eieiei, nein, 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 nein. Wow. Ich nehme Präventivwahl 1. Der hat nur eine Nahkampfwaffe, das ist nicht schlimm. So, schon schlimmer. Ey. Was soll das? Alter, unfassbar. Panzerbüchse. So, jetzt aber. Ja, ist dieser negativen Ruf. Ja, kein Problem. Kann ich mit klarkommen. So, jetzt darf ich mal. Nein. Leute, 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 Leute. Er ist schon verkrüppelt, der Mann. Vielleicht habe ich die Munition. Heilpulver, Gegengift. Könnt ihr mal gerade was ausprobieren? Okay. Aber das geht bestimmt, ne? Die damit reparieren. Ach, nur mit dem Dienstgewehr, WTF. Panzerbüchse mit Paciencia, ja, ganz sicher. So, nett. Klick, klick. Klick, klick ist nicht gut. Sturmkarabiner. Das kann man nicht doch bestimmt nutzen für meine Panzerbüchse, oder? Nee. Aber das kann ich dafür nutzen. Ja, ist ja praktisch.
schön, 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 schön. War mal wieder ein toller Angriff. Hat denen nichts gebracht. Außer, dass sie gestorben sind. Und fassbar jedes Mal, dass es eine Maulwurfsratte. Eine Buschbüchse gegen Giftheilpulver, Impulsgranaten. Nichts weiter Besonderes, aber diese Busch-Dings da, Panzerbüchse mit der Buschbüchse, ja, das dachte ich mir doch schon. So, weiter drauf. Irgendwo hier soll doch, ist doch noch einer. Ganz in Ruhe. Der hat eine gute Waffe. Was sind das? Scharfschützenkarabiner. Uiuiui. Oh. Ja, 5000, ne? Läuft mal wieder bei mir. Darf ich jetzt? So wird das nämlich zeitlich nichts. Überfallene Farbe, was ist denn hier überfallen? Wer sind ihr? Ernie und Bert? Ja, Veronika steht mir erstmal in einer brennenden Tonne. Das ist auf jeden Fall, das ist ein Kleinkind. Alter. Das ist krass gerade. York wollte ich sagen immer noch. So, Lederrüstung, nichts Besonderes. Seesack. Kobe und Repetierer. Stealthboy Stimpacks. Schnapsglas habe ich auch mitgenommen. Brauche ich nicht. Ja. Nein, das. Er ist da hinten schon wieder. Viper. Leute. Deswegen überfallene Farm. Ich verstehe. Aber ich mag das natürlich mit den Gegnern immer. Das war's, weil man die töten kann. Und ich mag töten. wegen der Erfahrungspunkte, die ich kriege. Wow! Junge, 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 Junge. Aber vorbei. Hallo? Ich dürfte sogar sterben, danke. So, Eieruhr, 10mm Pistole. Vielleicht nehme ich die gleich doch mit. Granatengewehr. Oh. Ich nicht sowas in der Art? Ja, meine ich sogar direkt dasselbe. Hier lag gleich noch einer, glaube ich. Genau. Noch ein Granatengewehr. Oh. Und die 10mm Pistole nämlich. Und das Granatengewehr. Perfekt. Das ist die überfallene Farm. Kann man. Ich dachte gerade, das wäre jetzt irgendwas gewesen. Uiuiui. So, direkt weiter zur Matthews Viehzuchtfarm, die da hinten ist. Denke ich mal. Und das da hinten sieht aus wie Regenwolken. Ein bisschen. Okay, da habe ich gerade erst das Vieh gesehen und dann den Typen. Dann das Haus. Sehr gut. Guck mal, wir kommen auch nämlich dem Flughafen näher. So, hier sind ganz viele Tiere. Aber niemand, der sich darum kümmert übrigens. Das ist kacke. Weil der ganze Wert, ganz ehrlich, wäre jetzt eher ein Kaklut, die würden hier aus der Nähe die Tiere nehmen und rüber schaffen. Da, wo sie gebraucht werden. Noch ein Korken. So,
haben wir da? Zerrissene Tagebuch, Seite 3. Mittelland Überlebenshandbuch. Hey, das ist von uns. Unser eigenes Buch. Ich glaube, das kann man sogar lesen und kriegt Permanentpunkte, oder? Ja, hey. Weil wir selbst ein Buch geschrieben haben und das gelesen haben, kriegen wir jetzt Punkte. Wup, wup. Ich sage immer noch, der Kurier ist derselbe wie aus Fallout 3. Was haben wir denn hier? Ein Werkzeugkasten mit unnötigen Dingen. Eine Bleikiste mit unnötigen Dingen. Ein Seesack mit Munition. Die aber relativ unnötig ist. Noch ein White Axe. Nichts weiter von Belang. Eine Tagebuchseite war da halt noch, aber nichts wirklich weiter Bedeutendes. Ein Auto, ein Pickup. Mit einer weiteren Tagebuchseite. Ein Koffer, okay. Und dem Haus hier. Nichts weiter drin, da sehe ich noch die letzte Tagebuchseite wahrscheinlich. Oh, Seite 4 ist das. Eieiei. Seite 1 fehlt noch. Hülsen, ganz viele Hülsen. Oh, eine Schaufel. Auch nichts weiter Besonderes. Hier ist auch ein bisschen Farm, aber ja, unterernährte Barmins. Ja, ich sag hier, ihr müsst die rüber schaffen. Das ist viel effektiver. So, haben wir noch 17 Minuten? Haben wir noch. Jetzt kann ich noch die Tagebücher lesen. Liebes Tagebuch, ich habe heute mal riskiert, die Tiere allein zu lassen und nach Mami und Papi zu suchen. Ich habe sie in diesem Lager gefunden. Sie sind zu schrecklichen wilden Ghulen geworden. Ich wusste gar nicht, was ich so tun sollte. So schnell kamen sie auf mich zu. Oh Gott, was habe ich getan? Liebes Tagebuch, ich hasse es, allein zu sein. Ich will Mami und Papi wieder zurückhaben. Das geht aber nicht, weil ich sie getötet habe. Ich wollte sie nicht töten, aber ich musste es tun, weil sie mich sonst gefressen hätten. Ich hoffe, dass die Tiere mich nicht fressen. Können Tiere auch Ghule werden? Liebes Tagebuch, diese Tiere sind böse. Sie haben versucht, mich im Schlaf zu fressen. Sie wollen die Farm für sich allein. Jetzt, wo Mami und Papi nicht mehr da sind, wollen sie die Farm für sich allein. Sie planen was gegen mich. Planen, mich zu fressen. Sie werden zu Ghulen. Wie meine Eltern. Und sie wollen mich fressen. Genau wie meine Eltern. Es sind zu viele, um sie alle zu töten. Ich weiß, was ich tun werde. Ich werde das Haus um mich herum abbrennen. Dann können die Tiere nichts mehr fressen. Weil nichts mehr zum Fressen übrig sein wird. Ja, und damit hat sie sich wahrscheinlich selbst umgebracht. Dann machen wir diese Sachen doch in der nächsten Folge. Außer dem Flughafen. Um den werde ich mich jetzt noch kümmern. Das wird noch interessant. Weil der gehört zu Searchlight haben wir ja eigentlich abgeschlossen. Warum wir den dann nicht mitgenommen haben, keine Ahnung. Das ist doch so auffällig, den müsste man doch eigentlich gesehen haben. Ich sehe gerade, dass diese Stadt zwei Kirchen hat, wenn ihr seht, rechts, links. Eine katholische, eine evangelische wahrscheinlich. Oder irgendwie eine Mormonen- oder Zeugen-Jehova-Kirche. Irgendwelche kriminellen Sekten halt. Ist ja so USA-typisch. So. Oh Gottes Willen, da sehe ich ganz viele Gegner. Das sind White Skorpione. Und dein Flughafen, Tatsache. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe 28 Punkte erhalten für. Ja, für nix. So, laufen wir mal weiter. Noch sind die Skorpione nicht in Gefahr. Und wenn, dann höre ich sie. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann spüre ich sie. Davon kann man ausgehen. So, hier ist noch ein Kabelglatz. Da müssen wir uns gerade nicht mal die Radioaktivität ergehen lassen. White Axe. Nochmal White Axe. Könnte ich mir vorstellen, dass die Legion das hier genutzt hat als Platz für die. Ui, ein erster Hilfekasten.
Na, was haben wir da? Eine Truhe. Korken, nichts weiter Besonderes sonst. Nur ganz ehrlich, ich bin doch bis zur Schule gegangen. Warum dann nicht noch bis zum Flughafen? Ich verstehe es nicht. Die ganze Radioaktivitätsschilder auch noch. So. Ach so, das ist so ein Tunnel unter der Landebahn. Ich finde das immer genial, wenn man da mit einem Auto langfährt und da fährt über einen so ein Flugzeug lang. Das finde ich einfach so mega genial. In Frankfurt zum Beispiel fährt man da ja über die A5. Und dann können dann eine 747 oder eine A380 über einen herfahren. Hallo. Das ist einfach ein awesome Erlebnis. So, und ich will nicht allzu viel Munition hier drin verschwenden, deswegen... Okay. Lass ich das meiste gerade die machen. So. Ist ja auch nicht OP oder so, was sie da machen. Oh, ein Baby-Retzkopfchen. Oh, wie süß. Hin. Ach, da ist noch einer. Ist ja richtig gut. So, da wird nichts mehr sein. Das ist ja nur die Landebahn. Da sind noch ein paar Kerosintanks. Flugzeuge sind aber kleine Flugzeuge. Warum sind die damit nicht alle geflüchtet? Das wäre doch perfekt gewesen. So, was haben wir hier in der Truhe? Korken. Ach. Noch mehr Korken. Ah, Klammer. Das sieht aus wie dann die Koffer von Reisenden. Können wir da rein? Nee, schade. Ah. Wir können auch den Tower nicht betreten. Schade. Wohin? Sehe ich nicht. Interessiert mich nicht. Wo wollt ihr denn hin? Ich gehe jetzt einfach mal die Landebahn entlang. Oh Gott, da. Ich frage mich halt nur, was genau ist hier passiert? Ist das eine Bombe? Oh, das ist ein Koffer. Ein Passagier. Koffer, den ich nicht öffnen kann. Verdammte Kacke. Hier muss ja direkt eine Bombe eingeschlagen sein, ne? Weil das geht da ja auch weiter, stimmt. Wir sind schon in Überlänge. Drum würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Ärger.